Die Nasenkorrektur ohne OP kann schon mal eine Herausforderung dann sein, wenn der Höcker relativ weit oben liegt. Man kann natürlich jetzt so annehmen und denken, dann man würde einfach diese Region einfach da auffüllen. Nur dann hat man eine sehr hohe Wand zwischen den beiden Augen und das sieht dann auch nicht sehr natürlich aus. Hier allerdings benötige ich wahrscheinlich 2 Sitzungen, bis ich das komplette Ergebnis auch natürlich aufbauen kann. Erstmal muss ich dafür Sorge tragen, dass es einigermaßen wieder in die Form gelangt und dann, wenn die Form stabil ist, werde ich dann nach 14 Tagen nochmal eine feine Schicht darüber legen und dann wird es optimal, denke ich, sein. Aber jetzt mal zurück zu diesem Ergebnis. Ich denke, das hier ist auch schon mal deutlich besser wie vorher und ich denke, damit kann sie auch ganz natürlich leben und dann schaue ich, dass ich dann nach 14 Tagen oder nach 10 Tagen nochmal eine feine Schicht mache.